Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Dawn of War 2 mit Java zum LP und Cyberman! so, wir befinden uns auf Calderis. Ich glaube, da haben wir nicht aufgehört, aber hier gibt es noch eine Verteidigungsmission, wozu wir eine geile Rüstung kriegen. Dazu gleich mehr. Erstmal ganz kurz zeigen, wir haben fast alle Truppen auf 20. Bis auf Tarkus, der ist auf 19 und Thaddeus ist auf 19. Der Rest ist alles auf 20. Das heißt, wir machen jetzt noch eine Mission, hoffen, dass wir da genug einnehmen, um Tarkus und Thaddeus auf 20 zu kriegen. Wir sollten uns mit den anderen Einheiten ein bisschen zurückhalten, ne? Damit Tarkus und Thaddeus ordentlich EP kriegen. Und... Nee, ist nicht. Okay. Wir hören uns die Anweisungen für Verteidigen Sie die Gesserei an. Der Tyranidenschwarm wütet weiter durch den Sektor, Kommandant. Eine ganze Horde nähert sich einer unserer automatischen Gießereien. Diese Gießereien ermöglichen es uns, schneller abzurücken und mehrere Einsätze gegen den Feind durchzuführen. Dieser Vorteil könnte verloren gehen, wenn diese Gießereien zum Opfer fällt. Und mit Flammen bekämpft werden können. Das passt uns ganz gut, weil wir haben Tarkus mit einem schweren Flammenwerfer. Oh Gott, ich ahne Übles. Was du immer so ahnst. Nee, ich sag nur, wenn Absorberschwärme so das kommt. Weil diese Sporenminen. Sporenminen sind keine Absorberschwärme, das ist ein da steht aber auch, Sporenminen stehen aber auch noch dran, deshalb. Ja, ja, die kommen auch noch. Ich sag nur, ich hab Tabelli. Ja, passt schon. Wie gesagt, also ich würde fast vorschlagen, wir halten den Oberkommandierenden und Thule nur bei deinem Stellung, falls sie durchkommen. Richtig. Und hauen den aufs Maul, wenn die durchkommen und Tarkus und Dingens vorne im Angriff. Meine Frage, kann eigentlich Tarkus sich auch teleportieren? Nein. Die Gießerei kann einen Angriff abwehren, aber die Generatoren, von denen sie betrieben wird, sind wesentlich empfindlicher. Wenn der Schwarm sie zerstört, haben wohin die Geschütztürme? Die Gießerei mehr. Ein nach oben, ne? Wo du willst, ist ja deine Sache. Dann werden sie nicht zerstört werden. Ach ja, aber wir... Und jetzt... Habe ich denn wieder eine... Och nee, habe ich die Steuerung wieder verkackt. Ich habe die Steuerung wieder verkackt, traumhaft. Shit happens. Ich hab... Und es laggt jetzt schon wieder übelst rum. Ich weiß noch nicht, ob ich das so packen werde, wie ich es mir gerade wünsche. Oh, da kommt doch etwas mehr als gedacht. Tool ist intelligent! Moment, ich muss kurz den Tadli weg. Warum rennt jetzt Tarkus zurück? Gut, wie das einfach mal wieder überhaupt nicht funktioniert. Der ging übrigens auf mich gerade, das Medipack. Ah ne. Nicht schlimm. Hatte eben kurz Probleme gehabt. Weil alles Schaden klar? Und so. What the fuck? So. Taktet gerümst. Ich kann jetzt so ein bisschen damit umgehen, aber es ist nach wie vor scheiße, das kann man nicht anders sagen. Ich werde mal kurz ein bisschen da oben die ersten Gegner, die kommen werden, räumen. Ach, oh! Wollt ihr die verkoksen? Die kommt von der falschen Seite. Ja, ich seh's. Ist egal, gibt Schlimmeres. Oder? Aktivieren. Oh, doch, die kommen von einer Seite auch noch. Und spotten. Sag, wenn ich Rosario jetzt aktivieren soll. Ach, im Moment geht's, glaube ich, ganz gut. Hey, und wir haben ein paar Gegner erwischt noch. Ich schicke mal kurz nochmal Thule auf der anderen Seite rüber, damit wir was machen können noch. Ja, mein Oberkommandierender verteidigt da gerade auch ein bisschen, das passt schon. Aua! Aufs Maul. Sehr gut. Oh Gott, nicht der schon wieder. Ich hasse dich, Zyanthrop. Hey, wir haben den Reißhammer. Den was? Den Reißhammer. Oh, der Typ schießt mit Spornminen. Ach, Türen. Ach, die vier.
Ja, Stachelbürger. Da oben ist ein Zoanthrop. War ein Zoanthrop. Tule. Okay, sehr gut. Muss sagen, Terminator-Rüstungen sind echt cool. Das war jetzt echt unnötig, oder? Kommt von unten, Achtung. Hab mir aus Langeweile noch mal kurz den Posten da erobert, damit ich ja wenigstens noch was zum Beleben habe, falls wieder von oben kommen werden. Ich weiß nicht, warum es laggt, aber es tut laggen. Komm. Haha, wird in Schuss genommen von zwei Servo-Dingern. Schieß doch mal bitte den Raketenhagel ab. Alter. Warum sag ich dir überhaupt, du sollst einen Raketenhagel anwenden, ey? Ist doch scheiße. Oh, Carnifex. Carnifex. Kurze Regeneration wieder. Flash Tierer. Lol, da lebt einer. Der ist durchgekommen irgendwie. Wie kommt an Tule vorbei? Keine Ahnung. Wie kann man überhaupt an Tule vorbei? Gott, ich glaube, wir müssen doch ein paar mehr Einsätze mehr machen als gedacht, um die auf 20 zu kriegen. Meinst du? Guck mal, wie viele Erfahrungspunkte wir schon jetzt haben. Wir kriegen ja am Ende nochmal was und wir können ja auch noch Ausrüstung wegschmeißen. Ja, wir werden wahrscheinlich sowieso ein bisschen mehr das auch wegschmeißen müssen, weil nicht mehr notwendig und so, ne? Ih, bloß weg da, bloß weg da! Das wäre noch dreckig. Feind vernichtet und das Servo-Geschütz da unten ist sowas von so gut wie im Arsch. Tule. Hm? Regeneration und kommen sie von oben? Ja, kommen von oben. Ich habe wirklich keine Ahnung, oh Verbanner der Nacht, warum ich den Raketenhagel nicht mehr einsetzen kann. Das Spiel möchte sich mehr. Ich glaube auch. Oh nein. So, letzter Carnifex, da oben kommt noch einer. Von welcher Position aus? Man muss sagen, wir sind einfach echt total overpowered mit dem Terminator-Rüstung. Man sieht ja, wie wir abgehen hier, ne? Das ist echt irre. So. Ich hab mal ein Medipack gesetzt, ne? Ich meine, das ist jetzt eh hier fast schon wieder rum. Ich muss wieder regenerieren, weil überleben. Ja, ja, passt schon. Hab nur noch einen im Team. So. War doch eine kluge Idee da oben, die Pasten einzunehmen. Ich finde den Teleporter einfach nur geil. Du könntest mal einen Rosarius machen, das wäre gar nicht mal so schlecht. Na stimmt, kann man mal machen. Die Horde ist aufgehalten worden. So. Die Gießerei ist nicht gefallen. Gut. Gefällt mir. So absolut unnötig. Das war das. Hat übrigens gerade alle Rosarius Rosarie verwendet. 100%. Oh, guck mal, wie viel Erfahrungsbonus wir kriegen. Oh, oh. Wow. 442 EP. Okay. Damit ist Thaddeus Stufe 20 und Tarkus ist... Gleich, wahrscheinlich. Ja, komm, mit Tarkus will ich im letzten Gefecht eh nicht spielen, deswegen ist das fast Latte. Okay. Wir können ja noch gucken. Wie sonst? Weiß ich noch nicht, gucken wir gleich. Also, wir können ja jetzt noch Ausrüstung. Ja, warte kurz. Der Verlust der Gießerei wäre ein vernichtender Schlag für unsere Versorgungslinien gewesen. Ach. Aufzeichnungen des Ordens erwähnen eine Art Synapsenverbindung unter den Tyranniden. Was ist das? Die gesamte Schwarmflotte ist durch eine Art Psi-Netzwerk miteinander verbunden. Die größeren Bestien dienen immer als eine Art Informationsübermittler.
Solange diese in der Nähe sind, dienen die zahllosen Ganten und anderen Bestien alle einem einzigen Zweck. Ohne diese Verbindung fallen diese niederen Kreaturen. Das wissen wir aber auch schon, ne? Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Ach, meinst du, Tarkus? Ja, teilweise. Das Töten einer dieser Synapsen-Kreaturen kann einen Rückschlag für die Umgebung. Ist ja nicht so, dass wir das nicht schon wissen würden, ne? Das Problem ist, dass immer eine andere Synapsen-Kreatur bereitsteht, um diese Lücke zu füllen. Das Töten einer Synapsen-Kreatur verschafft uns aber Zeit. Ja, das machen wir ja auch immer. So, jetzt machen wir eben Ausrüstung, also. Guck mal, was da wieder drin steht. Thaddeus, Wille oder Fernkampf? Du hast ja keine Fernkampfwaffe, macht keinen Sinn, ne? Ja. Gut. Klar, mein Segen wäre vielleicht mit sich. Was für ein Segen? Nachdem Thaddeus im Kampf wiederbelebt wurde, ist er 10 Sekunden lang unverwundbar. Da kommen wir aber eh nicht mehr hin, ne? Achso, hab ich grad nicht gesehen. Sorry. Ja, kein sorry, Ding. Nicht so gut. So, okay, also wir haben 2 Kettenschwerter. Eins ist Stufe 15, das schmeiße ich mal direkt weg. Warum auch nicht? Rüstung. Stufe 20, Stufe 19, Stufe 20. Warte mal, die Stufe 19er ist nur vom Oberkommandierenden nutzbar, der eine Terminator-Rüstung hat. Tschüss. Stufe 20. Kann ich mir das mal ansehen? Stufe 20. Stufe 18 meisterhaft, weg damit. Stufe 18 meisterhaft, weg damit. So viele Meisterhafte. Ja, ist auch so. Wir haben 2 Hämmer, einer auf Stufe 18, einer auf Stufe 19. Eine Stufe 18er schmeiß ich mal weg. Bin ich mal so frei. Dann haben wir eine Plasmapistole, ein Plasmawerfer, ein Scharfschützengewehr Stufe 20. Du hast schon ziemlich Gutes mit Cyrus, ne? Ja, der hat eine Stufe 18er. Das macht genauso viel Schaden und hat dazu noch Boni. Weg damit. Stufe 20. Raketenwerfer haben wir auch 2 von. Tschüss. Todesbringer. Energiefaust. Das ist wieder ein Nahkampf. Wo hatte ich die Nahkampfwaffen? Keine Ahnung. Hab ich jetzt da? 16, 19, 17. Ja. Ist okay. Ist okay. Schwerer Bolter. 2 Plasmapistolen, einer Stufe 14, einer Stufe 20. Ich schmeiß den Stufe 14 einmal weg. Jo. Im Endeffekt können wir auch noch mehr wegschmeißen. Die Stufe 16 Energieachs wird auch keiner haben wollen. Yep. Donnerhammer und Sturmschild finde ich jetzt auch nicht so umwerfend. Habe ich ja schon. Ja. Auf Level 10. Und damit hat Darkus auch Stufe 20 erreicht. Sehr gut, dann machen wir noch den, machen wir noch den Grenadier. Schöne Sache. Und noch ein Punkt auf. Ja, machen wir noch einen Punkt auf Nahkampf. Gut, und dann würde ich sagen, dann reisen wir jetzt doch mal zum letzten Gefecht. Das ist auf Typhon. Das ist offiziell Justica des Verderbens. Hm? Ja, genau. Das kann ich gleich nochmal kurz erwähnen. Ich habe hab einen Rangaufstieg erlebt, und zwar den Justica des Verderbens. Das sehen wir hier oben. Also ich habe eine ziemlich hohe Retterpunktzahl und eine ziemlich hohe Kriegerpunktzahl. Später wirst du der Engel des Todes. Als allerletztes. Ja, aber das werde ich wohl, glaube ich, nicht bei der Kampagne jetzt schaffen. Ist klar. Okay, das letzte Gefecht. Wir sollten unsere Truppen ausrüsten. Das können wir in diesem Teil noch machen, und im letzten Teil gibt es dann das letzte Gefecht. Ich hätte gern den Oberkommandierenden und Avitus, glaube ich. Wen möchtest du gern spielen? Thule auf jeden Fall, weil der ist einfach nur Thule. Ist halt Cybot, ne? Klar. Ich hatte nach. Also ich weiß nicht, wie viel uns Cyrus bringt in der letzten Schlacht so. Ich eben auch nicht. Muss ich ehrlich sagen, ich glaube, da ist Thaddeus oder Tarkus angebrachter. Jo. Ich denke mal, wir müssen die anderen beiden auch noch irgendwie einsetzen. Ganz davon ab, die kommen wahrscheinlich irgendwie noch dazu. Ja, wahrscheinlich. Können wir sie darauf nochmal später gleich nochmal kurz ausrüsten? Ja, würde ich auch machen. Aber wen willst du jetzt erstmal im Team haben? Tadel. Alles klar. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal eben die Ausrüstung. Also, mein Oberkommandierender hat die Terminator-Rüstung hier oben. Die ist ganz geil. Kann man nicht anders sagen. Mit Teleporter-Funktion. Wobei ich fast sage, ja, ich kann den Stern nicht nutzen mit Terminator-Rüstung.
Tarantel, Wächterkanonen brauche ich, glaube ich, nicht. Brauche ich ein Orbitalbombardement? Könnte eigentlich relativ interessant werden. Das denke ich auch. Gegen alle Zieltypen ist es immerhin. Oder das Signum. Das hat beides was. Ach komm, ist ein Oberkommandierender, der kriegt jetzt das Orbitalbombardement. Hat eine Stufe 19 Energiefaust und eine Stufe 18 Sturmbolter. Ist ganz ordentlich. Mhm. Ja. Gut, Oberkommandierender passt. Avitus kriegt jetzt erstmal seine geile Stufe 20er Rüstung mit 19% Fernkampfschaden. Die hier. Den Stufe 19 schweren Bolter. Kein Nachladen nötig. Ha! Wie geil ist das denn? Nicht dein Ernst. Oh, richtig Gott. Schön. Und zusätzlich noch Flächenschaden bei einer Chance von 31% pro Treffer. Dann kriegt er auf jeden Fall 2,4 Energiegeneration und 15% Fernkampfschaden nochmal reingedrückt. Oh Gott. Thule kannst du auch... Sag mal, hast du vielleicht Bock mit Thule? Ja, Chris, kannst du gar nicht haben mit Thule. Das ist natürlich mies. Ja, dann kriegt Avitus jetzt von mir noch... Ich weiß nicht. Was meinst du denn? Ich überlege, ob ich ihm die Fragmentgranaten geben soll. Weil die hat im Moment keiner von uns. Jo. Das ist eigentlich echt bitter. Nein, stopp, wir haben Grenadier auf Tarkus, dann geben wir dem das nicht. Dann geben wir ihm ein Signum. Oh, ja. Ja. Okay, jetzt Thule ist eigentlich soweit fertig, ne? Mhm. Ja. Thaddäus hat seine schöne Terminator-Rüstung, Donnerhammer und Sturmschild, Rosarius und 7% Nahkampfschaden. Er achtet den Nahkampf. Ist gut, ne? Ist gut, ne? Ist jo. Gut. So, Tarkus. Ich überlege, ehrlich gesagt, ob wir ihm die Terminator-Rüstung wegnehmen sollen. Auf der anderen Seite ist der unkaputtbar mit Terminator-Rüstung. Das kann eigentlich nicht angehen, dass wir ihm die wegnehmen. Mhm. Moment mal, ich weiß, was ich dem Oberkommandierenden noch gebe. Ich nehme Tarkus den Zyklon-Raketenwerfer weg. Ah. Und gebe den stattdessen dem Oberkommandierenden. Nein, doch nicht. Ich lasse ihn bei Tarkus kommen. Wozu der Geiz? Ja, passt soweit. 11% Fernkampfschaden ist auch ganz gut. So, und Cyrus. Cyrus hat seine hohe Scout-Rüstung. Ja, willst du den Peilsender haben? Ja, was ich jetzt habe. Ich meine, wir können ja immer ein bisschen was gebrauchen. Ich, vor allem, ich kann aber mitten im Hintergrund des Gegners mal kurz so ein Geschütz theoretisch abwerfen. Ja. Ich bin ja getarnt. Macht vielleicht mehr Sinn, die normalen Granaten als die Blendgranaten mitzunehmen. Na? Oder? Die Blendgranaten haben extrem Vorteile. Ich sag nur, die Gegner werden komplett geblockt. Und sonst sind die noch diese ganzen Bio-Kanonen und was ich, diese Sporenkanonen. Ja, gut. Okay. Ich greife nicht mal an. Dann würde ich sagen, war's das heute mit Let's Play Together Dawn of War 2 und im nächsten Teil gibt es vielleicht das letzte Video. Ja. Tschüss.